Cookies im Cookie klingt doch unwiderstehlich lecker. Das ist es auch und genau deshalb möchte ich heute mit dir Oreo-Cookies backen. Für die Oreo-Cookies brauchst du folgende Zutaten: 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 100 Gramm Rohrzucker, 2 Eier, eine Prise Salz, ein Teelöffel Vanillesirup, 100 Gramm Schokotröpfchen zartbitter, 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Speisestärke, 10 Oreo-Kekse in kleine Stückchen geschnitten und 2 Teelöffel Backpulver. Als erstes gibst du jetzt die Butter, den Rohrzucker und den normalen Zucker in eine Rührschüssel und lässt die Zutaten für 5 Minuten cremig miteinander verrühren. Wenn die Butter sich am Rand hochschieben sollte, kannst du einfach mit dem Teigschaber nochmal am Rand entlang gehen, sodass wirklich alle Zutaten untergerührt werden. Jetzt kommen Eier, Salz und Vanillesirup hinzu und werden für ca. 3 Minuten untergerührt. Und jetzt siebe ich hier das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver rein und lasse das dann kurz unterrühren. Und jetzt werden noch die Oreo-Kekse und die Schokotrops untergerührt und dann können auch schon Cookies geformt werden. Der Teig sieht schon einfach so köstlich aus. Jetzt gehe ich nochmal mit einem Teigschaber entlang und dann werden die Cookies auch portioniert. Ich mache das am liebsten mit einem Eisportionierer, aber das könntest du auch mit 2 Esslöffeln zum Beispiel machen oder mit den Händen, indem du einfach eine Kugel formst, auf ein Backpapier setzt und dann eindrückst. Wie eben schon gesagt, portioniere ich die jetzt mit einem großen Eisportionierer, gebe die auf Backpapier und drücke die dann mit den Fingern ein bisschen platt und lasse auch genügend Abstand zwischen den Cookies, da die im Ofen noch etwas aufgehen. Meine Cookies backe ich immer auf Ober-Unterhitze bei 180 Grad. Den Backofen habe ich dann immer schon vorgeheizt und gebe die Cookies dann abwechselnd, also nicht abwechselnd, sondern nacheinander für ca. 11 Minuten in den Backofen, ziehe die danach dann auf die Arbeitsfläche, damit die dort auskühlen können. Wenn du die Cookies nicht auskühlen lässt, könnte es passieren, dass die direkt brechen und reißen, also dass sie dann so ganz krisselig in der Mitte werden. Deshalb wirklich schön auskühlen lassen. Und jetzt geht's mit den Cookies ab in den Backofen. Ich hatte eben noch groß angekündigt, dass ich immer etwas Platz zwischen den Cookies lasse, da die immer im Backofen noch aufgehen. Was soll ich sagen? Ich habe meinen eigenen Rat nicht gefolgt und hatte zu viele Cookies auf ein Backpapier gesetzt und jetzt sind ein paar aneinander gebacken. Aber das ist nicht so schlimm, da gehe ich gleich einfach mit einem Messer entlang und trenne die dann voneinander. Die riechen auf jeden Fall schon so, so lecker. Und schmecken tun die bestimmt genauso gut, wie sie riechen. Wenn du dieses Cookie-Rezept nachbacken möchtest, dann schau doch gerne mal auf meinem Blog. Da findest du auch nochmal die Schritt-für-Schritt-Anweisung. Und dann kannst du nachlesen, wie ich die zubereitet habe. Bis zum nächsten Mal, deine Janneka.